Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Wochenende und willkommen zurück bei Anno 1800 zu einer weiteren Folge. Als erstes... Oh, es geht doch noch weiter. Die mysteriösen Artefakte. Oh, wow. Die Entdeckung einiger sonderbarer Artefakte an Bord verängstigt die Mannschaft. Sie gurtet sich an Reling, Kisten, Bretter und sogar an den Tisch des Kapitäns. Eine Warnung, eine Drohung und wer hat sie dort abgelegt? Da die nahegelegene Insel unbewohnt ist, kann der Verräter nur an Bord sein. Kennen wir schon. Crew versammelt sich. Oh, sogar ohne. Dass hier irgendwas war. Sehr gut. So, Events. Besondere Besucher. Alles speichern. Wir brauchen nur noch Kaffee. Um das Upgrade hinzubekommen. Ja, und irgendwann so eine Bank. Also, sehr weit weg. Kaffee. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Für eine Fruchtbarkeit. Bereit für den Einsatz. Das Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Erstmal das Öl. Sind unterwegs. Fahren wir schon mal. Ja. Wir bauen auf unserer Hauptinsel jetzt Kaffee an. Da. Achso, ich sollte vielleicht erstmal das Ding an sich bauen. Verbunden, naja. Was führt Sie des Weges, Gouverneur? Was führt Sie des Weges, Gouverneur? Haben wir noch irgendwo? Ach ja, da oben ist noch einer. Hallo? Ach, maximal 5. Hör auf. Das ist ja bad. Wo haben wir denn noch welche? Oh, jetzt müssen wir aber über die gesamte Insel. Obwohl, das geht ja eigentlich. Also maximal 5. Nee. Oh. Nee. Ich probier's mal so von nebenan. Was mangelt's denn? Gut, an Steinen. Ach so. Okay, Steine, scheiße. Ja, geht. Nee, was? Nein. Nein, ist zu weit weg. Haben Sie einen Moment? Machen. Ihre Zeit nicht wert. Ja, sorry, aber ich will nicht, dass Hugo weiter noch saurer auf mich ist. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Dahin. Hier hätten wir nochmal Dings. Boah, das ist ja alles so weit weg. Tja, ich kann maximal den Vierer hier setzen und dann kann ich mit der Eisenbahn hier durch und nach vorne. Egal. So, wir holen erstmal jetzt ein neues Schiff. Und machen uns und ich hoffe, das geht, die Ölroute. Neue Welt.
Ein neuer Auftrag? Ja. Kaffee bitte. Das ist natürlich hervorragend, dass ich das gefunden habe. Geben das hier ab und dann machen wir uns eine neue Ecke, wo wir Kaffee herstellen. Also hier haben wir ja noch mehr als genug Platz. Hier geht's auch hinten zum Gold. Oh. Können wir noch Verbindung setzen. Können wir schon mal vorbereiten. Wie viel habe ich hier an Kaffee? Weil von hier nehme ich ja das Kaffee für Midtown mit. Ne, Kaffee. 130. What the fuck? Ich habe hier 0 Kaffee? Achso, weil ich es von der Insel nehme. 4 und 0? Nee. Warte mal. Ganz im Nein! Gegenteil. Die Königin. Wir nutzen, was wir brauchen. Und verstauen den Rest. Oh, das wird so knapp jetzt. Warte mal, wir nehmen Kaffee. Was ist ein Kaffee? Ach du Scheiße, wir nehmen Kaffee von damit. Von mir aus freigegeben. Mach es auf deine Weise. Ja, bitte. Nein, mach dir nichts vor. Was immer du von ihnen verlangst, ist schwierig und erfordert Mut. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Hä? Anarchie. Ja, deine Zeitung erreicht jetzt. Sehr gut. Blind wie ein Mann. Na, das ist mir egal. Okay, also ich produziere hier Kaffeebohnen, die ich dann hier in Kaffee umwandle. Wie viel Kaffee habe ich denn hier? Können ja nur 2 sein. Reicht der Kaffee aus? Alter, der Kaffee ist auch randvoll. Schiff vom Stapel gelaufen. Ei. So, neuer Handelsroute. Also, du holst von hier, und ich hoffe, das geht jetzt, Öl. Oh Gott, wenn ich wüsste, wie Öl aussieht. Gibt es nicht die Möglichkeit, Öl mitzunehmen? Wobei, wir können ihm schon mal eine neue Route geben. Und zwar holst du bitte von hier Kaffee. Den wir noch nicht produzieren, aber demnächst machen. Wo ist der Kaffee? Da. Und bring's ihn nach Cap Trelawney. So, wie gesagt, das müssen wir nur bauen. Also, wir stellen erstmal... Mann, ich will nicht Diplomatie. Wir müssen erstmal die Route einstellen. Und zwar die hier. Wie kann ich eigentlich eine Route löschen? Route löschen. So, jetzt müsste hier ein Schiff umsonst sein. Genau.
Segel setzen! So, dann bauen wir hier zweimal Kaffee. Das ist sogar super egal wo. Ich kann ja auch hier auf eine Insel setzen, ist egal. Ich muss sowieso mal irgendwann rübergehen. Ne, wir bauen es mal hier hin. So, two times coffee. Am liebsten würde ich sogar dreimal Kaffee machen. So, und jetzt muss ich die restliche Insel vollhauen mit Kaffeeplantagen. Oh. Mann, frag mich nicht. Setz dich lieber in den Schatten. Ich krieg das nicht. Okay, das geht. So. Jetzt knallen wir hier alles mit Kaffee voll. Ja, auf das Öl ist jetzt ein bisschen auf Deutsch geschissen. Das darf ich hier nicht zubauen. Nur eine kleine Aufmerksamkeit. Mercy, Bente, Mercy. Wird jetzt hier alles zugebaut? Ja. So, und die Ecke bleibt auch frei. Oh mein Gott, es fehlt an Arbeitern. Aber die können wir einfach upgraden. That's easy. Müsste eigentlich reichen. Mich damit abzufinden, wäre Verrat an der Revolution. Wäre Verrat an der Revolution. Ui, wobei ich... Oh, ich kriege aber keine mehr. Oh. Vielleicht machen wir ganz kurz nochmal... Halt, wir machen erstmal hier schnell die Kaffeesache. Ja, auch hier ist Wurst, wo ich es baue. Hauptsache ich baue es. Ah, ich habe schon vergessen, wie rum das muss. So? Ja. Sowas hatten wir hier noch. So, eins. Da, Kaffee. Zwei. Drei. Vier. Und ich hoffe, die sind doch... Naja, wir haben noch fehlende Fruchtbarkeit, aber das Problem haben wir gleich. Das Problem hat sich gleich erledigt. Nee. Könnte man theoretisch sogar hier vorne einbauen. Hallo! Das mit der fehlenden Fruchtbarkeit machen wir gleich. Gleich! Ich weiß nicht, ob das hier reicht. So, weil wir brauchen eigentlich nur ein Handelskammerchen. Nein! Oh, es fehlen zwei blöde Steine. Ja. Ah, ganz schnell. Also, können auch langsam fahren, ist egal. Midtown. Hallo. So, was kriegt denn schon wieder für einen Schund? Welt in unseren Händen. Schatzsucher.
weiß nicht, ob ich damit immer so super zufrieden bin, aber egal. Sind unterwegs! Sind unterwegs! Ich hätte das eigentlich behalten sollen. Hätten wir gleich die nächste Piratenmission machen können. Na egal. So. Bam bam. Neue Welt. Also, hier läuft's. Also, stimmt, bis auf das fehlende Essen. Ach, hier brauche ich auch welche. Eins, also zwei. Ich baue jetzt mal 2, 2, 1. Ja, machen wir die Insel hier voll. Hallo, geh mal weg. Richtig rum? Natürlich nicht. Zwei. Mais. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Nein, in Midtown. Ja, da könnte vielleicht sogar noch eine hinpassen. Egal. Zweimal hiervon und einmal hiervon. Oh, das ist natürlich super günstig. Es mangelt an Arbeitskraft. Jaha, I know. Darum kümmere ich mich gleich. Wieder verkehrt. Nein, richtig gesetzt. Sehr gut. Das ist aber verkehrt. So. Zack, zack. Oh, mir fehlt übrigens immer eins. Sechs sind's ja. Jetzt aber. Okay, wo war die Explosion? Boah. Die funktionieren aber noch, ne? Ja. Und da fehlen Arbeitskräfte. Ich weiß. Ich weiß. Wir brauchen mehr Arbeiter. Wir brauchen mehr Arbeiter. Es kommen ja welche. Und zwar exakt 4 pro Haus. Das sind... Ich weiß nicht, wie viele Häuser. Also ich könnte mir einfach mal angehen, die Statistik. Dann sehe ich's. 21 mal 4 sind genau 84. Das ist zu wenig. Ja, deutlich zu wenig. Ich könnte natürlich wieder upgraden. Ich könnte aber auch mehr Häuser einfach bauen. Wie sieht's denn aus? Ja, easy. 1, 2 kriegen wir auf jeden Fall hin. Oder auch 3, 4. Okay, das sieht nicht schön aus. Das war zu viel. Sieht die echt anders aus. Ziel zu haben. Naja. So, jetzt müsste es fast schon reichen. Also es könnte tatsächlich so plus minus null sein. Zumal danach auch Kaffee käme. Und Kaffee kriegen wir auch nochmal, weil wir hier ja jetzt auch Kaffeeproduktion haben. Also das sollte eigentlich jetzt automatisch laufen. Übrigens, ich muss auch mal alles, was den Handel betrifft, mal demnächst ändern. Da mache ich aber wahrscheinlich eine gesamte Folge draus. Wo ich einfach nur Handel, den Handel mir begutachte. Ja, also wie gesagt, uns fehlen Arbeitskräfte und wenn wir zu wenig Arbeitskräfte haben, kriegen wir die Waren nicht und dann kriegen wir auch nicht genug. Obwohl, es wird produziert. Nicht genug Arbeiter. Das ist ein bisschen teufelskreismäßig. Aber eigentlich müsste, ja, ich wollte sagen, müsste es eigentlich jetzt losgehen. Und da kommen schon die ersten Obreros.
Ich weiß nicht, ob eine reicht. Kann auch sein, dass wir eine zweite bauen müssen. Easy. So was von easy. Wir können tagsüber einladen und bei Nacht verschwinden. Neue Befehle? Ach ja, du bist ja jetzt das sinnfreie Schiff. Aber ganz ehrlich, kann ich nicht das Ding hier mal ausbauen? Oh, 1500 Obreros erst. Aber ich kann natürlich einfach nochmal ein Lager ranhauen. Wenn ich es finde, hier. Nein! Wieso brauche ich denn eigentlich für alles Steine? Oh, das sieht ja nackig aus. Ach so, weil es nicht gebaut ist. Ja. Hier ist kein Platz mehr. Volles Lager. Ich könnte ja Perlen abbauen. Ich glaube, Perlen brauche ich gar nicht. Von Zan nach Mit. Es ist so wirr alles. Das macht natürlich jetzt auch wenig Sinn, dass ich von hier... Sie müssen nur noch zugreifen. Eine Rätselaufgabe. Carpe diem. Klingen Sie auf Jean de la Fortunes alten Freund. Sie überraschen mich. Schleichen Sie an den Pantrillen vorbei zum Clipper. Steuermann! Ist immer schön, dass die Schiffe nicht angezeigt werden. So, wo komme ich her? Ich komme von da hinten. Segel setzen! Düt. Ist denn schon das Schiff in der alten Welt? Das ist es. Achtung! Oder? Admiral anwesend! Wow. Neue Befehle? Noch jemand Sachen an Bord? Nö. Ist eigentlich immer noch Krieg zwischen den ganzen Fraktionen hier? Wir kommen immer noch nicht zurecht, ne? Nee. Oh Gott, Alter. Unmöglich. Oh, ich hab Angst. Oh, zu sicher. Ja gut, beleidigen geht immer. Ihr seid immer noch im Krieg. Oh ja. Hugo... Er ist immer noch mit Hugo Mercier im Krieg? Oh! Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Müsste der hier sein, ne? Genau, du nimmst bitte mit. Ja, auf jeden Fall Steine. Also, machen wir hier 100 Steine. 50 Eisen. Das ist eh alles rappelvoll hier immer. Ja, und dann soll's erstmal genügen. Komm, ganz ehrlich, nimm einfach mal 150 Steine mit. Wäre ja nicht schlecht. So. Moracolao. Oh, ist noch eine Mission. Mal sehen, ob sie ihren Grundsätzen treu bleiben. Ja, eigentlich müsste ich es machen, ne? Kämpfen Sie notfalls dafür. Holen Sie von Thirdbolt Blake. Oh. Bereit für neue Befehle. Leuchtturm was ab. Bin ja gerade da. Schön. Sie sind auf dem richtigen Weg. Koordinaten eingezeichnet. Okay, das war super easy. So, mein Schiff ist hier noch auf dem Weg. Das machen wir gleich. Ach, hervorragend. Jetzt sind wir auch plus 10. Und jetzt müsste auch der Kaffee greifen, ne? Ja. Sehr gut. Melone ist, glaube ich, weit weg. Ja. Was haben wir hier noch? Ach, die Boxarena. Na gut, die kriegen wir auch easy hin. Kostet ja auch nur 25. Ich brauche ganz viel Steine hier. Was war denn das andere, was ich bauen wollte? Achso, das Ding hier vorne. So, zum Abschluss nachher gucken wir uns die mal an. Menschen lassen sie hochleben. Super. Ob wir es schaffen, theoretisch abzugraden. Auf die Endstufe. Schoner steht bereit. So, jetzt sieht's gut aus, oder? Na, das kommt mir entgegen. Von wo kommt der Wind? Von da.
Okay, jetzt ist er schnell. Sind unterwegs. Ich habe natürlich auch das langsamste Schiff mitgenommen, aber egal. So, er hat jetzt gleich Gegenwind. Segel setzen. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich durchschlüpfen. Schlüpfen. Also ich weiß nicht, wie sein Radius, also seine Strecke ist. Koordinaten gesetzt. Ja, wie gesagt, jetzt müsste er so Gegenwind kriegen. Ruder übernehmen. Ja. Hat gepasst. Hallo. Die Chancen stehen. Steuermann. Und wir fahren nach Hause. Sehr gut. Beide Missionen erfüllt. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Maschinen. Erfordert Elektrizität sogar. Alter, ich bin hier so ausgebrannt. Kann ich sogar easy bauen, wa? Halten Sie sich besser die Ohren zu. Ich muss das hier auch unbedingt upgraden nochmal. Die Frage. Also, Maschinen produziert man ja immer so über den Durst. Messing. Stahl. Messing und Stahl. Ah, hatten wir nicht hier eine Messinghütte? Versteckt die Flaschen. Der Boss kommt. Das ist doch Stahl, oder? Ja. Boah! Oh, das ist minimal zu wenig. Und eine Messinghütte. Ah, oh, Messing mache ich auf jeden Fall zu wenig, da bin ich mir sicher. Wo habe ich denn diese scheiß Hütte hingebaut? Hier, oder? Ja. Ja, Messing ist zu wenig. Ja, okay, wir müssen einmal noch Messing bauen. Messing! Messing! Ruft's aus dem Wald. Was habe ich denn hier eigentlich angehalten? Wir sind bereit, um die Arbeit schnellstmöglich fortzusetzen. Hochräder. So rum ist richtig? Das habe ich mir ausgedacht, oder? So, Kupfer und Zink. Jetzt frage ich wieder, wo Kupfer war. Ja. Kupfer zu wenig. Wir brauchen eine zweite Kupfermine. So viel Güte macht dämlich. Und wir brauchen eine zweite Zinkmine, bin ich mir sehr sicher, genau. Okay. So, Kupfer. Man sollte meinen. Jaha, ich weiß. Zinkmine. Zack, da haben wir sie schon. Mein Vater. Ja, ich weiß, dein Vater starb in den Minen. Oh, das ist sogar der Lichter. Oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Schön. Schaffen wir sogar nebenbei noch eine Mission. 22. Okay, jetzt fehlt es wieder an 68 Arbeitern. Upgraden. Upgraden. Kommen wir mal in die ganze Reihe hier. So. Now it passt. Aber wie man sieht, mangelt es noch an Kaffee. Ich habe aber die Route schon eingeplant, ne? Übrigens, was ich jetzt auch mal baue. Neue Ziele. Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit 2 Stunden. Ich hab keine Ahnung, was du hier noch machst. An die Segel und brassen! Ich kann ein Bankhaus setzen. Alter, und als kosten minus 1000. Wo ist es? Nee, da will ich gar nicht hin. Da will ich hin. Dampfschiffwerft. Oh ja. Oh ja, bitte.
die Frage. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Ah, Sie kooperieren. Diese brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche nur die. Was? Was? Ah, jetzt habe ich irgendwas erreicht, was ich nicht gesehen habe. Scheiße. Neue Errungenschaft. Leviathan. Unterhaltskosten minus 10. Das Sahnehäubchen für unsere Freundschaft. Nein! Das darfst du nicht! Keine Allianz. Hatte ich nicht mal eine Bilanz von plus 21.000? Wieso habe ich denn jetzt nur plus 11? Alter, Unterhaltskosten 60.000. Königliche Steuern 10.000. Oh. Holy shit. So ein bisschen unwirklich, dass die Handwerker fast mehr Geld produzieren als meine Ingenieure. Techniker. Verbrauchssteuer 7.000. Tja, das wird viel. Ich muss niesen. Ah, so. 9.000 nur noch. Na gut, es ist immer so ein bisschen auf und ab, ne? Je nachdem, welche Waren noch gerade da sind. Also jetzt haben wir hier zum Beispiel keine Elektriken. Gut, okay, das bringt nur Ingenieure. Schnaps haben wir hier gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich hier so rum... Ich weiß gar nicht, ob ich rum hier überhaupt anliefer. Könnte man auch mal überlegen, die Rumproduktion nochmal zu erhöhen. Ich habe gerade mal 2x50. Auch nicht viel, ne? Was machst du? Ach, du hast Kaffee gebracht. Gut, also heißt, wir haben jetzt Kaffee. Wie viel Kaffee hast du denn mitgebracht? Das ist denn hier so ein Handelsding. 29. Okay, das ist aber auch läppsch. Ist denn echt mal so ein Scheiß? Ding. Ich brauche so viel. So viel an Öl. Ich muss unbedingt ein Schiff bauen, was mir Öl liefern kann. Wie geht denn das? Produzieren wir jetzt eigentlich schon mal die Maschinen? Oh ja, 8 Maschinen haben wir schon. Cool. Warum stehst du denn hier im Nirgendwo? Seht nur, Steuermann. Wir befinden uns in bester Gesellschaft. Oh, hier ist noch eine Mission. Hallo? Klick den Menschen an. Hallo? Klick die Menschen an. Ich habe mir etwas ausgedacht. Ja? Ah, oh, da bin ich froh. Ja, Zement habe ich nicht. Was wollt ihr überhaupt mit Zement? Ja? Jetzt, da das geregelt ist, kann ich ruhig schlafen. Eine Ringelrobbe. Schön. Kann sein, dass Zement jetzt fehlt? Ne, brauchen wir nicht mehr. Also nur noch die Maschinen, dann haben wir's. Gut, das machen wir morgen. Dann werden wir mit der Windland... Neue Befehle? ...nach... ...der Arktis reisen. Neue Befehle? Paprika. Und dann werden wir das Schiffshangar bauen. Luftschiffhangar, so rum. Und dann muss ich unbedingt... Ich muss Stahl besorgen. Wieso produziere ich denn eigentlich so wenig Stahl auf dieser Kackinsel?
Das ist ja unfassbar. Es geht auch überhaupt gar nicht vorwärts mit dem Stahl. Segel! Finger weg von meinen Büchern. Ach so, oh, Entschuldigung. Ich war auf der falschen Insel. Koordinaten eingezeichnet. Ich bin gewundert, warum das so schön aussieht hier. Ja, die Damen und Herren hier, die Investoren, die werden wir auch bald haben. Baut der eigentlich immer noch nach System? Oh ne, der baut ja jetzt wild. Also von seinem System ist er aber sowas von abgekommen. Da ist ja gar nichts mehr übrig. Jetzt hat er ein Neunerkästchen gebaut. Sieht übrigens sehr cool aus, muss ich sagen. Das hat was. Das sieht echt schön aus. Okay, krass. Können wir uns ja in der nächsten Folge auch mal angucken. Wie die Leute hier arbeiten. So, wir machen Schluss. Sehen wir uns ja eh morgen wieder zur nächsten Folge. Achtung, Admiral anwesend. Dann, Quatsch, Patrouille. Dann verbringen wir die 10 Maschinen, die wir eigentlich jetzt wahrscheinlich schon haben werden. 12 haben wir schon. Nach. Wie heißt das Ding? King William Island. Der kommt morgen an. Dann schicken wir das Schiff auch gleich in die alte Welt, was uns dann 200 Stahl mitbringt. Und dann bauen wir hier mal ein bisschen was. Also, was vor allem Stahl bringt. Ganz besonders das hier, in der Hoffnung, dass ich irgendeinen Öltanker oder sowas kriege. Das wird es ja wohl geben in diesem Spiel. Mein lieber Joss. Und bis morgen. Herzlichen Dank fürs dabei sein. Tschüss.